Oh, hallo. Hereinspaziert. Gönnt euch selbst das Vergnügen meiner Gesellschaft. Ich bin der große Oleander Sinclair, Virtuose der Alchemie. Heute biete ich den Bürgern von Yolvan ein gutes... Was biete ich doch gleich an? Verflucht, der Trank lässt nach. Ein Trank. Sein Trank, meine ich. Oleander Sinclair. Wisst ihr, ich bin gar nicht. Vielleicht habe ich sein Geld genommen und einen seiner Tränke getrunken. Da fing diese merkwürdige Sache an. Ich konnte Tränke herstellen. Tonika, Stärkungsmittel, Kräftigungsmittel. Die Alchemie liegt mir. Aber die Wirkung des Tranks lässt nach. Helft ihr mir, einen neuen zu brauen? Ich erinnere mich nicht an den Namen des Tranks. Kein Wunder. Ich erinnere mich nicht einmal an meinen eigenen Namen. Das ist der Preis dafür, ein Lügner zu sein. Diese Hunde von Kriegsgeweihten haben vermutlich einen Trank in ihrer Festung. Vielleicht. Sie lassen mich nicht rein, weil ich ein Lügner bin. Man könnte den Trank auch aus den richtigen Reagenzien herstellen. Aber das wäre mit Arbeit verbunden. Und wir müssen uns beeilen. Ich werde mit jedem Moment dümmer. Durchsucht die Festung und ihr findet etwas Nützliches. Ihr glaubt ja nicht, was diese Kriegsgeweihten dort alles hamstern. Auf bald! Mal sehen, wie er blutet. Ich bringe euch alle um, wenn's sein muss. Verdammte Borgards! Einen Moment. Mir ist plötzlich so schwindelig. Außer den Borgards und der Blutpest, meint ihr? Mach lieber kehrt und zieht weiter. Geht irgendwo hin, wo es sicher ist. Das hier ist im Moment kein Ort für Besucher. Das weiß Caster Barclay sicher besser als ich. Ihr findet ihn auf dem Stadtplatz. Fragt ihn selbst. Ihr findet Caster auf dem Stadtplatz. Sprecht mit ihm. Gebt auf euch Acht. Ja? Bei Metaro. Was zum Teufel wollt... Oh, hallo. Hat der Dios euch geschickt? Caster Barclay, bitte verzeiht, ich wollte nicht unhöflich sein. Diese Krise raubt mir noch den Verstand. Ganz genau. Hat Thaddeus euch davon erzählt? Die Boggarts tragen sie in ihrem Gift und sie breiten sie überall aus. Für gewöhnlich halten diese Biester sich von der Stadt fern. Aber offenbar hat ein Jotun die Boggarts aus ihrer Höhle vertrieben. Ihr seid entweder mutig oder töricht. Aber wenn ihr die Jotun tötet, würden die Boggarts uns vielleicht in Frieden lassen. Also gut, reist nach Norden in die Höhle der Boggarts in Kolzbein und räumt sie.
Die Jotun aus Kolzbein zu vertreiben, wäre das Beste, was ihr für uns tun könnt. Astrid Frist könnte gewiss auch Hilfe gebrauchen. Bitte beeilt euch. Mein Vater hat Husten. Was soll das heißen? Es tut mir leid, aber es ist kein Pestschild mehr übrig. Gar keins? Es tut mir leid. Es ist einfach keines. Mein Vater hat Husten und muss das Bett hüten. Was soll das, verfluchte dämliche Bauern? Ealfi Grillrikas wird sich nicht von der Fäulnis dieses Dorfes anstecken lassen. Und jetzt verschwindet, nehmt eure vergiftete Luft und geht mir aus den Augen. Es ist schon schlimm genug, hier eingesperrt zu sein. Entfernt euch von mir, ihr verdammte Plage. Ich bin Ealfi Grillrikas. Ich habe es nicht nötig, mich mit euresgleichen abzugeben. Das halbe Dorf hat diese verflucht. Die Bogards übertragen. Es tut mir leid, aber ich habe kein Pestschild mehr. Ich kann nichts für euch tun und auch für niemand anderen, bis ich es habe. Verfluchte Blutpest. Es ist eine Arznei gegen die Blutpest, die inzwischen fast alle Bürger Diden jetzt befallen hat. Bruder Fallon wollte noch mehr bringen. Keine Ahnung, wo er steckt. Gut, denn das ganze Dorf braucht dieses Pestschild. Vergesst, was mit diesem Hornochsen passiert ist. Ich brauche die Arznei. Mindestens 3 Pakete. Folgt der Straße durch den Glendara-Wald zur Mission. Bringt das Pestschild selbst, wenn es sein muss. Nun, Bruder Fallon müsste es haben. Allerdings müsste er auch längst wieder hier sein. Geht in den Glendara-Wald, zur Mission. Sucht ihn und das Pestschild. Nun, macht euch schon auf den Weg. Arbeit für die Kriegsgeweihten? Sehr gut. Das Gold wird langsam knapp und meiner Mutter geht es nicht gut. Auf zur Wächterbrücke.
Die Brücke mitten in Lorcaran? Geht von hier aus nach Norden, dann nach Osten und folgt schließlich der Straße nach Süden. Leb wohl, Mutter. Es ist nicht für lange. Ihr seid in Deidenhyll immer willkommen. Oh, shit.